Herzlich willkommen zurück bei... hier geht's direkt ab. Bei For Honor. Neue Aufnahme, neues Glück. Wir gucken mal, ich habe gerade nochmal die Mission bis hierher gespielt. Hat nicht lange gedauert, nur ungefähr, ja, keine Ahnung, 5 Minuten. Aber wir sind ja in der letzten Folge hier gestorben. Es war kein guter Plan. Als wir eingebrochen sind. Das sollten wir mal ein bisschen besser handhaben. Nein, 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 geh zurück, geh zurück, geh zurück. Und weg ist er. Wunderbar. Jetzt müssen wir uns beeilen. Sonst feiern wir auch noch mit den Fischen. Ich habe nochmal unterwegs geguckt, ob wir vielleicht was übersehen haben, was zum Angucken oder zum Zerstören. Mir ist aber nichts aufgefallen. Vielleicht hier? Warte mal, was gibt's denn da oben? Stimmt, wir müssen ja eh so ein Katapult zerstören. Zwei davon. Ich muss dieses Katapult ausschalten. Ich versuche hier gerade mal diese Combo zu machen, die uns da vorgeschlagen hat. Ich bin immer noch so ein bisschen. Was ist mit dem? Hat er Schiss? Den machen wir kaputt. So. Das wäre der erste. Dann nehmen wir mit. Hier ist noch was zum kaputt machen. Oh, dein geiler Stahl. Hier sollte es doch jetzt eigentlich was zum Gucken geben, oder? Das ist doch gerade hier prädestiniert dafür. Hier vielleicht? Es ist kalt. Ach nein. Es ist kalt. Sollen wir dir eine Decke holen? Ich glaube, ich gehe zuerst mal auf die andere Seite, bevor wir hier einbrechen. Komm, den exekutieren wir noch. Voll rein. So wird's richtig gemacht. Was ist das hier? Ich deaktiviere mal das. Damit wir das hier mitnehmen können. Keine Ahnung, was das ist. Eins muss man den Wikingern lassen. Sie sind groß. Durch deiner gegnerischen. Ja, das hatten wir ja gerade schon mal. Huch. Das ist auf jeden Fall ein Held. Beziehungsweise ein Special Gegner ist es dann ja. Ah! Fuck! Okay, ich glaube, das ist geskriptet. Das ist so gewollt. Ey, 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 ganz ruhig, ja? Tschüss! Hier bleibe ich ganz sicher nicht. Ah! Autsch! Au! Kann ich mal aufhören? Und ab mit dir! Ich muss wieder zurück zur Vorhut! Guck mal hier! Unsere Technologie ist es, die uns von den Wikingern unterscheidet. Mit ihrer Hilfe würden wir die sogenannten unbezwingbaren Mauern von Falkenheim überwinden. Naja, Technologie ist nicht alles, ne? Okay, eingesammelt haben wir alles. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Gibt's hier noch was? Irgendwo? Nee.
Na gut. Wo ist denn eigentlich unser kleiner Freund hier? Wir selbst, beziehungsweise. Wir spielen ja momentan den... hier den Richter, ne? Den Gesetzeshüter oder wie der heißt. Hätte ich eurem Wächter das Kommando für diesen Angriff übergeben sollen? Ey. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig, Fräulein. Was war denn das jetzt? Was war das denn bitte? Scheißaktion. Ah, verringert die Ausdauer. Okay, was passiert, wenn wir das jetzt abschießen? Guck mal eine an. Die Wikinger waren in der Überzahl. Wir hatten Technologie. Hey. Ganz ruhig, meine Freunde. Selbstjustiz. Rechts, links, rechts. Das probiere ich mal aus. Aber dem da vorne. Warte. Oh, du Sau. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die so schnell die Richtung wechseln, dass ich überhaupt nicht, so schnell kann ich gar nicht schlagen. Ich habe das Gefühl, irgendwas läuft hier noch falsch. So ein bisschen. Zumindest. Ich muss den Öffnungsmechanismus finden. Gucke. Alter. Oh, du hässliches Vieh. Sehr nett. Okay. Wir sind bald Level 7. Das ist... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber... Es bringt uns auf jeden Fall mehr von diesen Gaben, wie sie sie nennen. Ah, das muss wehgetan haben. Genau. Hey, was soll denn das jetzt? Verdammt, du Penner. Das gibt's doch nicht. Jetzt bleibt er an diesem scheiß Ding da hängen. Ach, leck mich doch. Ich mache jetzt hier das Ding. Sollen die da drüben gegen ihn kämpfen? Wenn es die ganze Zeit an diesem Gerät hier abprallt, meine Schläge. Macht's auch keinen Unterschied. Wir konnten keinen Trupp abstellen, um die Gefangenen zu bewachen. Herren, diese Bestie hat sicher 40 Krieger erschlagen. Darunter auch Davis. Wisst ihr, wie man Raubtier und Beute unterscheidet?
Das ist nicht leicht. Außer man sieht sie im Krieg. Gute Arbeit. Ich hatte gedacht, Ihre Auswahlkriterien würden nur für uns gelten. Interessant. Die scheinen alle so ein bisschen Zweifel zu bekommen. Mittlerweile. Cool. Levelaufstieg. Was kriegen wir jetzt? Falkenheim. Wir mussten die Festung in Svarngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in zwei Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Ich habe keine Ahnung, was eine Friedenshüterin ist, aber es hört sich nicht so sehr nach Frieden an, tatsächlich. Dürfen wir jetzt wieder wir selbst sein? Oder was? Wenn Kriege enden, dann hält eine lautlose Klinge den Frieden aufrecht. Doch während ein Krieg tobt, ist die Arbeit eines Friedenshüters niemals beendet. Schnell und tödlich. Sie können deinen Kampf entscheiden, bevor der Feind überhaupt merkt, dass sie da sind. Tödliche Tänzer mit zwei Klingen für ihre Tanzpartner. Ihr Wissen kann Legenden zerstören oder erschaffen. Okay, wir sind... Alles klar. Wir sind jetzt die Mercy. Interessant. Wir gucken mal, was sie so drauf hat. Die scheint ja mehr so Kurzschwerter, Doppelklingen Modus zu verfolgen. Persönlich einer meiner Favoriten. Aber wir gucken mal. Muss ja nicht heißen, nur weil sie halt zwei kurze Schwerter hat, dass sie auch was taugt. Oder beziehungsweise, dass sie besser ist als die anderen. Unser Heer musste einen Weg finden. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. Okay, flatternde... Was? Ich mag dieses Schwert. Also es ist ein Kurzschwert quasi, ein Einheitsschwert und eine Art Dolch. Das gefällt mir, was? Einige Helden verfügen nicht über eine Standardstellung. Was? Über eine Standardstellung? Das verstehe ich jetzt nicht. Nach kurzer Zeit zurückgesetzt und muss mit Maus nach links erneuert werden? Was? Ich blick hier gerade gar nichts. Naja, wir gehen mal weiter. Wir gucken mal. Attacke! Bewege mit der neutralen Haltung deinen Block im richtigen Moment. Bei jedem Angriff. Oh, hallo. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert, was das heißt. Autsch. Autsch. Dafür verbrauche ich jetzt nicht die Rache, ganz ehrlich. Also es geht darum, dass ich, wenn ich hier die Haltung wechsle,
dass es nach einer kurzen Zeit wieder verschwindet und dass man halt beachten muss, dass es nur in einem gewissen Zeitraum nutzbar ist. Deswegen muss man es genau abpassen. Die Stämme haben unterschiedliche Bräuche. Das hier sah mir nach Opfergaben aus. Vermutlich baten sie um Stärke im Krieg. Ja, könnten gut Opfergaben sein. Nee. Holden hätte besser keine Kundschafter vorausgeschickt. Er hätte mich schicken sollen. Warum hatte ich bloß nichts gesagt? Tja, kann man nichts machen. Ich meine, die Landschaft an sich sieht schon schick aus. Aber ich glaube so, der Hauptmerk, der detailreiche, also quasi da, der Bereich, auf dem man die meiste Aufmerksamkeit beim Detaillieren oder beim Modellieren gegeben hat, ist tatsächlich der, wo man tatsächlich langläuft. Und nicht hier außen, weil hier außen ist halt detailmäßig nicht so wirklich viel. Aber da kommt man ja eh nicht hin, weil das ist ja eh lineales. Und natürlich gehorchte ich ihr. Oh Gott. Ich glaube, wir haben gerade in den Fels drin gesteckt. Alter. Komm mal runter. Greifen ihre eigenen Leute an. Nein! Fuck. Ich frage mich, wer diesen Wächter verraten wird. Wer diesen... Was? Wer welchen Wächter verraten wird? Sondern das überhaupt eben so. Ah, okay. Das ist der Baum. Eine kurze Heilung ist schon drin. Das ist gut. Was ist das hier? Blendgranate? Haben wir gar nicht, oder? Wenn wir den so ausschalten können, brauchen wir auch keine Blendgranate. Dort vielleicht. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Ist da noch was? Nee. Hat's überhaupt irgendwas gebracht? Hey, hey, hey. Was hat die denn so drauf? Ah, das ist natürlich auch böse. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Komm schon. Ah. Okay, das ist ein Assi-Move. So ins Bein stechen. Stelle ich mir nicht so als angenehm vor. Irgendwie. Hä? Ich konnte hier gerade. Dort lagen ihre Boote vor Anker. Also gab es einen Weg hinauf. Dessen war ich mir sicher. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Der Schwertanz. Krieger heulen, erschaudern und toben, wenn sie... Okay, das hören wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Es ist so kalt. Penner, hör auf damit. Okay, wir brauchen noch sehr viel Übung. Wenn wir das wirklich online ordentlich spielen wollen, da muss ich dann nochmal mir das angucken. Aber wir werden es sehen im Online-Modus. Krieger heulen, erschaudern und wir schauen es uns an. Sie ihre Freunde hängen sehen. Manchmal gab ich vor, ihre Trauer zu teilen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte es wirklich.
Tja, eiskalte Bitch. Jojojo, ganz ruhig. Dienen heißt Leben. Dienen heißt Leben. Wir gucken, Moment, ich guck mal grad. Was gibt's denn hier? Derwischschläge, Schwerttanz, tiefe Furche. Das hier? Und dann das? Das ist wahrscheinlich ein... Wo sind wir denn jetzt? Hier. Ich glaube, das ist ein... Ach, wie heißt denn das? Eine Parade. Ich probiere das gerade mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich gewirkt hat oder ob das einfach nur Zufall war. Ah. Das tut weh. Was sind wir denn jetzt? Hier gab's nichts mehr? Nee. Fast geschafft. Ich geh mal hier hoch. Kann ich den hier abpassen mit dem Sprungangriff? Ach, easy. Ich hab doch hier ausgewichen. Hallo? Es ist trotzdem noch schön hier. Na gut, dann ebenso. Ah, wir müssen die andere Exekution mal austesten. Ich gehe mal da hoch, weil ich glaube, da gab es noch irgendwas. Ich hab da so ein Gefühl. Genau. Huch. Was zum Angucken war es jetzt hier nicht? Nee. Wie vielleicht? Oder ist es einfach nur ein schnellerer Weg? Ich weiß das nicht. Der sieht gut aus. Autsch. Haha. Da hätte ich gerade eine Exekution, glaube ich, ausführen können, ganz kurz. Aber dann hat die Zeit doch nicht gereicht. Was ist denn das da? Ich will es. Was ist das? Lindkronode. Nee, komm, wir gehen mal hier weiter. Genau wie wir kennen die meisten Wikinger ihre eigenen... Was? Hallo? Geht nicht. Okay, wir töten die, hören es uns dann an. Ja, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn die angreifen, wenn die vor uns das Ding wechselt, die Haltung wechselt? Ja, bevor wir zuschlagen können. Macht ihr das? Autsch, das tat weh. Hallo. Ich hab gesagt, das tut weh. Aua. Lauf damit. Ja, greift euch gegenseitig an, das ist gut. Aber das gibt's doch nicht.
Kann doch nicht so schwer sein. Wir sind gerade ein Level aufgestiegen. Okay. Stechen ab, stechen ab. Haha. P? Nee. Nee, nee, nee. Achso, wir wollten ja noch das Dings gucken. Scheint anständig zu sein. Das war hier bei dem Kopf, oder? Da, guck mal. Genau wie wir kennen die meisten Wikinger ihre eigene Geschichte nicht. Dies war ihre angestammte Heimat, vor 1000 Jahren verloren. Sie waren über das Meer wiedergekommen, um sie zurückzuerobern. Tja, sie wohnen hier, solange sie hier wohnen, alles gut, egal warum oder was der Ort für eine Geschichte hat. Oh, verdammt. Fuck. Ich glaube, das war nicht so gut. Das tat weh. Das finde ich jetzt nicht so nett. Komm. Noch mal ganz kurz. Die Clans hätten längst einen Gegenangriff starten müssen. War immer diese Kamerafahrt in den Felsen rein. Das ist schon ein bisschen creepy. Komm her, du Sack. Come to me. Okay, dann eben so. Wenn er es denn so will. Boah, geiles Stahl. Galerstahl. So rum. So, ich würde mal sagen, wenn wir nicht im Kampf sind, so wie jetzt, beenden wir mal die Folge und sehen uns das nächste Mal wieder bei For Honor. Bis dahin. Früher gab es hier mehr Wikinger.